Das hier ist die Xplora X6 Play, eine Kinder-Smartwatch. Bei dieser wollen wir heute mit euch die erste Installation durchgehen. Es gibt nichts Wichtigeres als die Sicherheit eures Kindes und dafür sorgt eben die X6 Play. Es ist eine Kinder-Smartwatch, mit der ihr immer sehen könnt, wo sich euer Kind befindet, mit einer Notruffunktion und noch vieles mehr. Doch heute gehen wir mit euch die erste Installation durch. Das heißt, ihr habt euch diese Uhr gekauft und wollt diese in Betrieb nehmen. Worauf müsst ihr achten? Was müsst ihr alles einstellen? Wir packen jetzt mal die Uhr aus und werden sie mal einschalten. Wir nehmen einmal die Schutzfolie runter von der Uhr. Gleichzeitig seht ihr, wo man die Uhr laden kann, die Ladebuchse. Hier seitlich befindet sich der SIM-Einschub und der Einschaltknopf. Diese sind jetzt geschützt durch die Gummierung, die man jederzeit runternehmen kann. Es wird Zeit, jetzt die Uhr einzuschalten und zu schauen, wie wir diese am besten mit unserem Smartphone koppeln und was wir alles beachten müssen. Wir werden euch natürlich in den nächsten Tagen mit mehreren Anleitungen hier über diese Uhr versorgen und euch alles zeigen, was ihr beachten müsst. Als erstes werden wir nach der Sprache gefragt. Unsere Uhr ist in mehreren Sprachen verfügbar, das Menü. Dem nächsten Punkt der Zeitformat auszuwählen, 24 oder 12. Und im nächsten Schritt wird uns schon gezeigt, was wir tun müssen. Eben die Xplora-App herunterladen, das bestätigen wir. Und als nächstes wird uns gezeigt, wo die SIM-Karte reinkommt, eine Nano-SIM. Einfach die Gummierung, den Gummischutz herunternehmen. Und hier kommt die SIM-Karte rein, eben eine Nano-SIM, das ist die kleinere Karte. Einfach den SIM-Tray rausziehen und schon könnt ihr jetzt die SIM-Karte einlegen. Ist eure SIM-Karte zu groß, dann könnt ihr diese beim Betreiber zuschneiden lassen. Und nachdem ihr die Karte in den Slot eingelegt habt, müsst ihr diese jetzt nur noch reinschieben. Und mehr ist es nicht, hier könnt ihr nichts falsch machen. Am Ende klickt ihr nur noch auf Neu starten, dann startet sich die Uhr neu, damit die SIM-Karte erkannt wird. Unsere Uhr startet neu und im Prinzip machen wir jetzt alles über unsere App. Den Rest könnt ihr dann personalisieren auf der Uhr. Da gibt es dann verschiedene Menüpunkte. Das Menü ist hier sehr übersichtlich. Es gibt hier eben verschiedene Menüpunkte. Von den Klingeltönen bis hin zur Kamera kann man hier alles einstellen. Aber die wichtigsten Funktionen nehmt ihr dann am Smartphone vor. Zusätzlich werden Kinder hier animiert, mehr Bewegung zu machen. Und als Belohnung gibt es dann von Xplora sogenannte Coins, die man sich verdienen kann, wie zum Beispiel für 1000 Schritte einen Coin. Diese könnt ihr dann hier einlösen auf der Webseite und könnt euch so hier Klingeltöne oder andere Ziffernblätter holen. Wir haben zwar die SIM-Karte in die Uhr eingelegt, jedoch ist die Uhr noch nicht aktiviert, sprich wir müssen sie mit dem Smartphone verbinden. Dafür einmal nach rechts wischen, dann hier drauf und jetzt den QR-Code scannen. Unsere Uhr ist kompatibel mit Apple genauso wie mit Android. Wir starten die Kamera unseres Smartphones, scannen den QR-Code ab, gelangen direkt dadurch auf die Xplora-Webseite. Hier habt ihr die Modelle zur Auswahl. Wir suchen uns unser Modell aus und hier habt ihr eine ausführliche Bedienungsanleitung, was zu tun ist, solltet ihr nicht weiter wissen. Wir wollen jetzt aber die App herunterladen, damit wir eben jetzt alles konfigurieren können. Wie gesagt, Android genauso wie iOS, Apple geht genauso. Also in den Play Store rein, hier nur einfach Xplora reintippen und sobald ihr Xplora hier getippt habt, erscheint hier automatisch die App. Diese laden wir herunter und installieren diese auch gleich. Falls ihr noch kein Konto habt, müsst ihr eins erstellen. Übrigens, zwei Administratoren können hier hinzugefügt werden, sprich diese zwei Administratoren können dann hier alles konfigurieren. Also E-Mail und Passwort hier eingeben und dann bekommt ihr einen Bestätigungscode. Und so sieht das Ganze dann aus. E-Mail, Telefonnummer, ihr bekommt einen Code. Den müsst ihr bestätigen, damit ihr weitermachen könnt. Als nächstes klickt ihr auf Neues Gerät hinzufügen und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr mal den Nutzungsbedingungen zustimmen und dann auf Weiter. Als nächstes müssen wir den QR-Code scannen, das heißt, wir scannen den QR-Code, der auf der Uhr ist. Ihr habt dafür 40 Sekunden, ansonsten müsst ihr das nochmal machen.
dann auf OK, dass die Kamera zugreift natürlich, sonst funktioniert das nicht. Nun scannen wir den QR-Code ab und als nächstes müsst ihr eure Telefonnummer hinzufügen. Also die Telefonnummer hier eintippen und wenn ihr das alles gemacht habt, müsst ihr dann eigentlich nur noch auf Weiter und den Namen des Kindes eingeben. Also Telefonnummer hier eintippen und als nächstes auf Weiter. Jetzt Name des Kindes eingeben, wie schon anfangs erwähnt. Hier tippt er nun den Namen ein des Kindes. Ich gebe jetzt irgendeinen Namen ein, Beispielname. Und wenn ihr das gemacht habt, auf Weiter. Und auch hier, sobald ihr das gemacht habt, ist alles erledigt. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch auf Jetzt anfangen klicken. Und hier habt ihr die Meldung eben, dass hier die Aktivierung 5 bis 10 Minuten dauert und Standort genauso. Also habt ein wenig Geduld, auch wenn euch oder bei der Uhr auf dem Display noch immer steht, dass ihr die Uhr aktivieren solltet. Hier könnt ihr dann alles noch ändern, aber das werden wir euch in den nächsten Videos alles zeigen. Ihr könnt sogar die Uhr von der Ferne, wie gesagt, hier ausschalten oder neu starten. Testanruf hat funktioniert. Wir können hier die Lautstärke verstellen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, hier frei zu sprechen. Also funktioniert prima, gibt es nichts zu beklagen. Die Uhr ist doch sehr, sehr laut von der Lautstärke, dass man sie nicht überhören kann. Wir werden euch in den nächsten Tagen noch jede Menge Anleitungen hier erstellen. Solltet ihr dazu Fragen haben, dann postet es doch in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.